Hi Leute, in diesem Video möchte ich etwas ganz Kleines vorstellen. Das ist ein Fahrradcomputer, aber es hat eine tolle Funktion, denn es hat eine neue CO2-Funktion und die zeigt an, wie viele Emissionen man mit dem Fahrrad, also beim Fahrradfahren verhindert im Vergleich zum Autofahren. Also das ist eigentlich eine ziemlich tolle Idee. Da sieht man eigentlich dann, was man für die Umwelt tut, beziehungsweise wie viele Schadstoffe man durch Fahrradfahren im Vergleich zum Autofahren vermeidet. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einmal aufschneiden und wir schauen uns an, was da alles in der Verpackung enthalten ist. Ich habe dafür schon die Schere vorbereitet. So, da ist der kleine Fahrradcomputer enthalten, aber ich zeige das alles noch ganz genau. Dann eine Beschreibung bzw. Bedienungsanleitung. Dann sind hier verschiedene Teile, die man wahrscheinlich am Fahrrad montieren muss, damit das Ganze auch funktioniert. Batterien sind dabei und hier einige Informationen, die zu diesem Fahrradcomputer dazugehören. Also, es ist ein Fahrradcomputer mit einer neuen CO2-Funktion zum Anzeigen der verhinderten Emissionen im Vergleich zum Autofahren. Dann zahlreiche Funktionen wie Geschwindigkeit, Fahrtimer, Entfernungszähler, Temperaturanzeige, Kalorien- und Fettverbrennungszähler, dann Uhrzeit, Stoppuhr und Scan-Modus. Automatik-Startfunktion hat es. Das Gerät startet von selbst, sobald man losfährt. Also sobald der Kontakt einmal, ich denke mal, bei so einem Magneten vorbeigeht, dann startet auch das Gerät. Und ja, man braucht nichts einschalten und so weiter. Das ist natürlich sehr gut, denn ja, so vergisst man wenigstens nicht, das Gerät einzuschalten. Es ist kabellos mit praktischer Clip-Halterung. Dann 6 Sprachen sind einstellbar. Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Es ist spritzwassergeschützt gemäß IP44. Das ist natürlich wichtig beim Fahrradfahren, denn wenn man irgendwo weiter wegfährt, dann weiß man nie, ja, vielleicht schlägt das Wetter um, wenn man nicht bei Sonnenschein losfährt, sondern bei Bewölkung. Gibt es ja auch, dass man da Fahrrad fährt und da ist es gut, wenn es, ja, Spritzwasser geschützt ist. Das Ganze kann man werkzeuglos montieren, inklusive 2 Batterien, die sind hier enthalten. Und da sind auch verschiedene Halterungen und so weiter dabei. Und da ist auch der Magnet, den ich gesucht habe. So, dann sind hier so, ja, Schnellverschlüsse, so Plastikteile. Mal schauen, wie das Ganze überhaupt zusammengehört. Aha, das wird hier montiert. So, jetzt ist es zu. Das war jetzt der Sensor, den ich hier angeschlossen habe, beziehungsweise mit Batterie versorgt habe. Und jetzt kommt der Fahrradcomputer dran. Okay. Wir ziehen jetzt die Folie ab und schauen einmal. Jetzt ist es auf Englisch eingestellt. Und da muss man verschiedene Einstellungen machen, wie Kilometer, dann die Körpermaße und so weiter einstellen. Und wie das funktioniert, werde ich mal. So Leute, ich habe jetzt den Fahrradcomputer bzw. die Einstellungen fertig.
Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal durch und ich werde da erklären, was man da alles auf dem Display sieht. So, hier sind nochmal alle Zubehörteile. Also da sind so Kabelbinder, einige dabei. Dann das ist der Sensor, beziehungsweise das kommt auf das Fahrrad. Da kommt der Magnet rein. Hier ist der Sensor, der überträgt das dann direkt auf den Fahrradcomputer, die Messergebnisse. Und jetzt schauen wir uns einmal den Fahrradcomputer näher an. Also hier oben auf der Seite, da, wenn ich drücke, dann gibt es die Hintergrundbeleuchtung, damit man das Ganze auch besser ablesen kann. Und sonst hier oben sieht man die kmh, also wie schnell man fährt. Dann die Uhrzeit unten. Und hier kann ich dann oben durchgehen. Und da sieht man die unten dann die Gesamtkilometer, dann die gesamte Zeit, die Grad. Jetzt hat es 31,3 Grad hier. Stoppuhr hat man. Kalorienrate. Die Kalorie, die man verbrennt hat, Fett, CO2 pro Kilogramm, dann die Kilometer, wie viel man gefahren ist, Timer, die Tageskilometer und dann wieder Uhrzeit. Und hier unten kann man ebenfalls noch durchgehen, die Tageskilometer, Maximalkilometer, Durchschnittskilometer, die Fahrzeit und dann sind wir schon wieder bei Tageskilometer. Also ein ziemlich tolles Teil, wird einfach auf dem Fahrrad befestigt und ja, das werde ich jetzt tun und ja. Im Anschluss gibt es dann einen kleinen Test, eine kleine Rundfahrt mit dem Fahrrad, denn ich möchte sowieso noch Videos aufnehmen. Also geht's jetzt einmal raus zu meinem Fahrrad. Ich werde das Teil montieren und ja, dann eine kleine Rundfahrt machen und mal sehen, was dann alles angezeigt wird. Ich werde die Kamera mitnehmen und ja, werde dann das Ganze auf Video aufzeichnen, was hier angezeigt wird nach einer kurzen Strecke und bin selber gespannt. Auf jeden Fall ein toller Fahrradcomputer mit sehr guten Funktionen. Also wie gesagt, Geschwindigkeit, Fahrtimer, Entfernungszähler, Temperaturanzeige, Kalorien- und Fettverbrennungszähler, Uhrzeit, Stoppuhr, Scanmodus, automatisches Starten, also beim Losfahren und dann die CO2-Funktion zum Anzeigen der verhinderten Emissionen im Vergleich zum Autofahren. Also ich denke mal, das ist eine tolle Idee und ja, ist auch für Nachtfahrten geeignet durch die Hintergrundbeleuchtung. Da kann man schön alles ablesen und ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was dabei herauskommt beim Test und das gibt es dann im nächsten Video. Also, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich freuen und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Video.